Moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich stehe im Regen, der weiß ja nicht, er steht im Zelt. Ja, pass auf, ist schon fast ein bisschen eingerostet, schon zwei Wochen her, dass ich hinter der Kamera stand. Wir haben uns in letzter Zeit ein bisschen von unserem Portfolio bedient, was wir vorgefilmt hatten. Heute geht es aber um einen Teil, den wir vor drei Monaten das letzte Mal gezeigt haben, und zwar Nonsan RS3. So, das war der erste Start. Und jetzt hören wir gleich mal die Reaktion von Nomi, weil er eigentlich keine Zeit heute hatte. Jetzt steht er doch hier. jetzt haben wir gleich mal die Sprachnachricht rein, wie er sich gefreut hat. Ziemlich, es war nur eine Sprachnachricht mit Ton, er wusste nicht, was es war. So, die haben wir jetzt mal rein. Oh, geil! Ziemlich gut die Reaktion. Nomi hat auch gleich geguckt, also bei Team Tangle mal eine Rutsche Dosenfrüchte oder so. Es fehlt ja immer noch der Abschluss und die Frage kam öfter schon wieder zu dem Punkt Abstimmung, beziehungsweise was passiert danach. Es war natürlich jetzt ganz lange, also ich meine, Norddeutsch ist leider immer noch scheiße, aber da zu dem Zeitpunkt zum Einfahren, so sagt man ja 700, 800, 900 Kilometer sollte er fahren, war noch zwischendurch Regen, Eis, Schnee, da haben wir gesagt, das bringt nichts. Da stand er wieder ein, zwei Monate in der Garage, jetzt ist er einen Monat wieder in Gang, jetzt hat er seine Kilometer geschafft, jetzt war er hier oder ist hier. Ich habe zusammen mit KKS, mit Boris, haben wir jetzt in der Live-Abstimmung immer wieder rausgefahren. Wir haben ja bei dem Fahrzeug Upgrade-Lader und einmal alles auseinander, Kolben, Pleule und alle Dichtungen, sämtliche Verschleißteile, einmal alles neu gemacht. Also diesen Motor eigentlich grundrevidiert mit einem kleinen Upgrade Richtung Turbolader, wo wir nachher sagen würden, irgendwo Richtung 550, 560 PS ungefähr, schätzungsweise. Er hat jetzt einen Datenstand drauf. Wie gesagt, das Wetter ist leider schon die ganze Woche so, wie es jetzt ist. Eigentlich noch schlimmer. Heute ist schon gut. Das heißt natürlich traktionstechnisch ein bisschen schwierig, das umzusetzen und zu messen. Wir haben nämlich entschieden, eigentlich war der Plan, damit auf den Leistungsprüfstand zu fahren. Auch in in Berlin bei Boris. Aber er sagte, pass auf, bei dem Umbau wäre der Weg und der Aufwand zu viel. Das geht auch so mit der Leitabstimmung, wie wir es gemacht haben. Die haben gelockt, rübergeschickt, unsere Minerups abgegeben. Er hat so eingestellt, wie wir es haben wollten. So, und jetzt sind wir ganz zufrieden damit. Wie gesagt, wenn das Wetter ein bisschen besser wäre, wir haben leider immer noch Außentemperaturen um 10 Grad. Aber wir gucken mal, dass wir heute und da seid ihr jetzt live dabei gleich. Wir haben jetzt noch einmal DSG, also Getriebesteuergerät, Software nochmal überspielt und nochmal nachgebessert. Also heute wird mal nicht nur geredet, sondern auch viel gefahren, viel geprüft, viel getestet und ein bisschen was dazu erzählt, was wir so gemacht haben. Ich hoffe, das Wetter wird besser. Da ist schon wieder hell, da ist dunkel. Aber ja, mal gucken, ob wir auf jeden Fall auf der Autobahn ein trockenes Stück kriegen, damit wir vernünftige 100, 200 messen können. So, wir packen unsere Sachen und sehen uns gleich im Auto wieder. War das, was Nomi nicht so gerne wollte? Das ist super fein, das ist toll. Ja, das ist toll, ja. Also ich denke mal, wir werden es auch wieder zum Teil ein bisschen runternehmen müssen. Wir haben gerade einen kleinen Zwischenfall. Eigentlich wollten wir tanken. Ja. Und dann kam das hier. Ja, Seitenschaden vorne links, das Rad ist nur noch von 200 Schrauben. Und das war meine Schwester, da mussten wir kurz mal hin. Die hat mich eigentlich ganz kurz vor Drehbeginn angerufen und dann sind wir kurz mal hin, mussten das einmal kurz klären, damit er da wegkommt auch. Ja, und jetzt beginnt eigentlich das Fahrvideo. Und nach dem Fahren fahren wir wieder in die Firma, dann machen wir den letzten Ölwechsel. Dann kann Nomi den morgen wieder abholen. Und wenn er den morgen wieder hat, dann kann er den ein bisschen fahren und gucken, gefällt ihm das von den Schaltübergängen so, gefällt ihm das von der Leistung so oder wie auch immer. So, dann fährt er den erstmal und dann würde man dann nochmal auf seine Bedürfnisse nachabstimmen. So wie er jetzt momentan läuft, finde ich es noch ganz gut. Wie gesagt, es ist jetzt das erste Mal mit der Getriebesoftware, die jetzt drauf ist und trockener Straße. Das war ja vorher immer High-End-Katastrophe. Das war teilweise beim Abstimmfahren Angst vor Aquaplaning, so viel Wasser war das. Und
Ja, wie gesagt, wir haben das jetzt soweit wir zeitentechnisch, wohlbemerkt, wir haben es nicht gemessen, sondern das geht jetzt rein über Gefühl, Erfahrung und Aussagen anderer der Zeiten, würden wir behaupten, dass wir irgendwo so Richtung 550, 560 PS sind. Wir fahren jetzt nicht auf die Autobahn, dann müssen wir leider unsere GoPro umhängen, weil wir dann die Draggy ranhängen zum Messen, weil wir wollen ja wissen, was macht der 100, 200. Ganz wichtig. Und jetzt ist die Chance hier schon wieder nass, dann wäre ich gleich wieder ein bisschen schlecht gelaunt. Scheiße. Weil ich immer das Problem hatte jetzt, da war ich allein unterwegs und immer Wheelspin hatte, ich fahre außer 3 raus, Wheelspin in die 4, ganz kurz Wheelspin und dann weiter bei nasser Straße. Bei nasser Straße. Das ist halt, das klaut mir Zeit und das will ich nicht. Das wollen wir gleich ändern. Deswegen, wir fahren gleich auf die Autobahn rauf. Dann müssen wir unbedingt wieder zur Tankstelle. Denn wenn man den Gaul hier die Spuren gibt, dann ist er durstig. Also er kam hier an mit 3/4 vollen Tank. Dann habe ich nochmal halb voll gemacht. Und er ist jetzt schon fast schon wieder leer. Also das ist aber auch bei so einer Abschirmfahrt, er kriegt halt immer Schub. Du willst ihn ja genau da testen, wo er performen soll. Und das ist halt in der Leistung und in der Drehzahl. Und da sind sie bekanntlicherweise auch durstig. Ah, wir fahren auch falsch. Wir wollen ja gar nicht. Nein, 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 nein. Das war knapp. Wo wollen wir sonst Tab wieder runter? Wir wollen ja ganz woanders hin. Es hört sich geil an, ne? Ich find's auch. Also es ist wirklich noch cooler als VR. Ja. Weil's reiner ist, finde ich. Ja, es klingt richtig geil. Ja. Es hört sich stimmig an, finde ich. Das gegenüber jetzt so einem 2er VR oder so, es hört sich alles stimmiger, reiner an, ne? Kleiner Tunnel. Wenn ich abgesehen lange Temperatur kriege, dann wäre das auch saftiger, das Ganze. Ich weiß nicht, ob noch das zu viel ist, es könnte sein. So, wir fahren jetzt schon mal hier runter, dann fahren wir mal die Draggy ran. Aber die scheiß Autobahn ist klitschnass, ey. Ja. Warum? Oha! Ah, das ist schon geil. Das ist wirklich geil. Und wir haben da wirklich, wirklich, also ich habe da richtig hart mit zu kämpfen. Ich meine, es ist ja nicht unbekannt, dass ich das schon richtig lange Bock drauf habe, auch so ein Ding. Und dieses 15er Turbo-Ding mich immer mehr fasziniert. Auch das Ding, wo wir jetzt bei Timmy waren, bei Old Audi Parts. Das kam mir auch, davon abgesehen, richtig krass bei euch an. Aber dieses alte 15er Turbo-Ding von damals schon, dann das neue von heute. Irgendwie kickt mich das immer wieder. Also irgendwie, glaube ich, könnte das passieren, dass wir uns auf dem Channel noch mal mehr in die Richtung 15er gehen. Auch. Das andere wollen wir nicht vergessen, aber auch. So. Ich gehe jetzt einmal auf die Draggy. Es pisst jetzt, Mann. Warum? Warum? 60. Wir haben da einfach kein Glück mehr, ne? Wo wir diesen Saisonabschluss gemacht haben, mit dem Auto, T-Sign, Bernes 2er, Mainz 2er, auch so ein Kackwetter. Ja. Wir haben da einfach kein Glück mit. Ich weiß jetzt schon, dass mich gleich hammerhart diese scheiß ESP-Leute nerven wird. So. 800 Meter. Merkst du dich, wie er will und nicht kann? Oh Mann, Alter. Mach mal ESP auf. Ja, passiert nichts, ne? Aber das Ding ist, wir können das noch einmal zurück machen, glaube ich, und dann müssen wir tanken, Alter. Entschuldigung.
Machen wir so ein Delfin rüber. Ja, Mann. Das hat so gut gepasst heute. Das Wetter wurde gerade gut. Wir wollten zur Tankstelle fahren, tanken auf die Autobahn, zweiter Impuls machen bei trockener Straße. Was haben wir gemacht? Wir sind nicht zur Tankstelle gefahren, wir sind zum Umfall gefahren, wir sind auf die Autobahn rauf, es regnet und wir haben keinen Kraftstoff mehr. Geil. Perfekt. Naja, wir drehen noch einmal um, dann machen wir noch einmal, weil dann müssen wir wieder in die Richtung und dann müssen wir noch zur Tankstelle kommen. Und hier muss ja 102 rein. Das heißt Aral Ultimate und die haben wir wieder bei uns im Hood in Schaffland. Heute sind wir nämlich richtig regelkonform unterwegs. Ein Weg, wo wir in Deutschland, ne? Was? In der Schweiz hätten wir schon keinen Führerschein mehr. Ja, 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 100%. Und wir wären im Knast. Zweimal. Ja. So, bleiben in der 3. 60. Ich glaube ich nichts mehr, wenn ich das Fenster aufhabe. Ja. Aber wir sind nicht so gut. Ich hatte gestern eine 7,5. Jetzt habe ich nur noch eine 8,6. Ja, wir haben die Getriebesoftware geändert. Vielleicht müssen wir das nochmal ändern. Und ich hatte dann zur Zeit schon einmal eine 7,2 sogar. 7,3. Also es ist nicht besser geworden, jetzt gerade zumindest, nicht mit selber schalten, aber wir haben noch mal ein bisschen Luft. Wir haben ja genau 8,6, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, das ist eine Sekunde langsamer. Wir machen das noch mal, wenn wir ihn selber schalten lassen. Vielleicht performt er da ein bisschen besser. Schalt runter jetzt. Bisschen besser, aber nicht viel. Das heißt, wir fahren jetzt schnell tanken, fahren wir in die Firma, gucken wir, dass wir die andere Software nochmal raufkriegen, weil ich habe nämlich noch einen Datenstand bekommen, falls das nicht so sein sollte, wie mir das gefallen sollte, und das tut es gerade nicht, muss das nochmal rauf. Ich hoffe mal, dass wir das noch hinkriegen. Wettertechnisch, zeittechnisch, dass wir das nochmal messen. Wenn nicht, müssten wir das vielleicht morgen nochmal machen. Okay, wir fahren jetzt erstmal schnell tanken, weil das ist nämlich jetzt gleich vorbei hier. Das ist eine komplette Katastrophe. Das ist noch schlechter als vorher. War gerade eben 1000-mal geiler. Da hat er das ähnlich gemacht, als er ganz oben war. Ich komme das richtig so vor, als wenn die Kupplung rutscht. Er packt mich auch nicht. Nee. Ich kann mir kein Gas geben beim Bauen. Mach mal ESP komplett auf aus. Er regelt nicht im ESP. Gar nichts. Also jetzt gerade hat er nicht geregelt. Dann packt die Kupplung nicht. Er gibt die Kraft noch gar nicht weiter. Ne. Sehe ich schon kommen, dass wir das Getriebe wieder rausbauen. Boah, wie geil. Das ist halt, nein, das ist halt, gerade eben hat er das viel besser gemacht. Also viel besser. Ich glaube aber, dass er vom Druckpunkt her gar nicht da ist, wo er jetzt gerade hin soll. Oh, er will aber viel mehr rein. Mehr, ne? Ja, Mann, also da, ich sagte das ja, der geht richtig gut. Das ist also jetzt eine sehr schöne Nachricht. mit der anderen Getriebesoftware, also das war selbst auf nasser Straße schon, wo ich dann. Eieiei.
Er wurde richtig schnell, schnell. Das Ballern muss nicht so doll sein. Das könnt ihr rausprobieren, das brauche ich nicht. Das fand ich vor 10 Jahren geil, ja. Oh Junge, das ist ja viel doller als vorher. Junge! Ja, ja. Das sind 100 PS mehr. Das merkst du aber sofort, also, Alter. Es läuft aber gerade trotzdem nicht gut. Echt nicht. Der hat sonst. Also, du hast auch gerade gemerkt, ne? Ja. Das ist jetzt scheiße gerade, ne? Ja. Ja, er weiß nicht, was er da. Er weiß, genau, er kennt seinen Druckpunkt gerade nicht. Und das ist, oder beziehungsweise er weiß seinen Schaltvorgang gerade nicht, wie viel Druck er auf die Kupplung geben muss, um in den nächsten Gang sauber reinzukommen. Richtig. Er versucht ihn so ein bisschen reinzuschleifen und das ist der Fehler. Das ist. Ja, da müssen wir dann nochmal schnell bei. Ich rufe ihn da nochmal an. Ich bin ja trotzdem sehr. Also, gut, scheiß jetzt, das Getriebe ist natürlich kacke. Eher geil ist ja schon mal, dass wir das mit dem Motor, dass das so. Also das funktioniert wirklich super. Also wir haben auch mega. Lockdaten und so weiter sind alle so geil. Also es ist wirklich auch im Abgastemperaturbereich und alles. Ne? Lambda in der Volllast 079, 081, irgendwie so die Richtung. Also es ist wirklich, wirklich gut. Der weiß ja gar nicht, nee. Was er... Alter Schwede. Und damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es so geht. Nee? Nee, hätte ich nicht. Es geht jetzt tatsächlich, hört sich wirklich blöd an, nicht gut. Also ich, gefühlt, fährt er gerade so schlecht, wie er noch gar nicht gefahren ist. Wirklich jetzt. Also, was du aber merkst, dass der Motor Drehmoment abgibt ohne Ende, das sind über 750 also, Newtonmeter. Ich habe, wo ich dir gestern die Nachricht geschickt habe. Ja. Wo ich die 7,4, 7,5 irgendwas hatte da. Da hast du richtig gemerkt, wie das Vermassenschwung da gar keinen Bock drauf hat. Wenn ich schon wieder mitfahren, möchte ich ihn gar nicht abgeben. Ja. Ich habe da heute schon mal ganz kurz drüber sinniert. Also könnte passieren, dass bei uns im Hause noch was in die Richtung passiert. Ja, dann würde das auch ganz andere Richtung gehen. Nein, nicht ganz andere Richtung, ist eigentlich das Gleiche, aber... Es holt mich immer mehr ab, muss ich ehrlich sagen. Ich bin gerade sehr erstaunt. Also zieh mal jetzt durch. Obenrum noch mal richtig Bock kriegt, ja, ne? Ja, das wundert mich eigentlich, weil es ein Upgrade-Lader ist. Weil normalerweise haben sie einfach nur im Peak wie der Serienlader einfach mehr Dampf. Ich habe auch schon gedacht, dass er jetzt vielleicht, dass hier irgendwie die Drehmomentbegrenzung noch nicht weg ist. Ja, dass er da schon rein, Alter. Ja, ich habe es fühlt sich fast so ein bisschen so an, als wenn er hier in der unteren Last in die Drehmomentbegrenzung reinläuft. Dann nimmt er Last aus dem Motor, gibt sie wieder rein und obenrum, wo das Drehmoment ab 4,5, 5 nicht mehr so stark ist, ja. Da lässt er es durchlaufen. Das, was das Getriebe zulässt. Ich glaube, das ist gerade unser Problem. Ich bin sehr erstaunt, wenn man ehrlich ist, über den Motor 2,5 Liter Hubraum. Klar, Kolbenpleule sind jetzt drinnen verstärkt, aber sonst, klar, wir haben alles neu gemacht. Was in diesem kleinen Motor abgeht, Alter, ja. Das ist jetzt schon gerade echt heftig. Ja, ja. Also ich finde auch, dass gestern, wo ich bin ja natürlich seit Montag, fahre ich dieses Auto. Ich glaube, du hast ihn abgegeben mit 800 Kilometern oder so? Ja. Ich bin jetzt so 1300. Ich bin schon fast 500 Kilometer gefahren hier. Immer nur, ach du Scheiße. Ja, wir machen doch wieder Freude auf. Wir machen hier vorne eine kleine Pause. Mann. Genau, da ist jetzt also, wir locken dadurch mit. Also wir haben jetzt, das glaube ich war gerade ein bisschen reingeschnitten. Bommi ist jetzt mit, kennt ihr ja noch, ne? Der Besitzer von diesem Kfz. So, wir loggen das jetzt mit. Wir haben ja gerade eben so ein bisschen das Problem gehabt mit dem Schalten. Jetzt wollen wir wissen, warum er das macht, wie viel Drehmoment macht er überhaupt und so weiter. Dann gehen wir das gleich mit Boris durch, also mit KKS Performance. So, was wir jetzt aber die letzten Tage schon gemacht haben, ich bin permanent, ich sagte das Nomi gerade schon, ich habe ja schon 100 Euro durchgeblasen, nur zum Testen, also an Sprit. Dann immer diese Daten hier auswerten, das heißt Kraftstoff, Zündwinkel, Abgastemperatur, Lambda-Wert, also einmal alles gucken, wann er in welchen Drehzahlen was macht, um den Peak rauszufinden. So, ich selber kann es nicht schreiben, sage ich auch in jedem Video, wo wir über Software sprechen, ich kann es nicht, aber ich gebe diese Daten weiter und ich muss sie halt verstehen zu wissen, gebe sie dann weiter, bespreche sie mit Boris und er passt sie dann an.
So, und dann kriegen wir unsere Werte zurück. Und demnach tasten wir uns immer mehr daran, wo wir sagen, da wollen wir hin. Und dann sind wir da gerade stehen geblieben. Ich habe dann mit VCDS, weil ich das Thema noch nicht rausgefunden habe, mit VCDS habe ich dann Zündwinkelrücknahme gelockt, damit ich weiß, wenn er richtig vor die Fresse kriegt, wenn er Zündwinkel zurücknimmt, dann geht er ans Klopfen. Dann fängt er über das Steuergerät, über das Originalsteuergerät, weiß er, ich klopfe, dann nimmt er Zündung zurück. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich irgendwo zum Schluss immer so bei 17,5 Peak gewesen. Zündung. Was schon gut ist. Was schon sehr gut ist. Das ist schon 10? Ja, in der Regel sind wir eh bei 16. Wir haben mal so einen Ausreißer hingekriegt mit 17,5. 17,5. Aber das soll auch Grenze sein. Und deswegen, und wir sind trotzdem noch von allen anderen Daten her, Abgastemperatur, irgendwo flitzen wir gerade rum bei max 740 Grad oder so. 740 Grad? Ja. Bei Volllast? Bei Volllast. Da steht aber hier zum... Warte mal. Irgendwo dann weiß hier, ich auch, wo du deine letzten 100 Euro gelassen hast. Ja, pass auf. Ja, aber hier... Okay, das in heißt der nach Fahrt. Cut. Nach Cut messen. Ich meine, das müsste nach Cut sein. Das muss ich nämlich da nochmal im Blog gucken. Das kann normalerweise nicht sein, dass das am Lader ist. Nee. Viel zu kalt. Wird nicht funktionieren. Also bei Volllast 890, deswegen, ich hab das, 80, 900. Ich hab das noch nicht mit VCDS gelockt, sondern nur darüber. So, und das ist halt so das, was wir dann im Endeffekt jetzt rausfahren wollen. Okay. Immer wieder rantesten. Das ist aber gut mit der Abgastemperatur bis jetzt. Auch Öl, wir halten alles super, ne? Also die Temperaturen ist alles super. Zündwinkelrücknahme hat er kaum gehabt. Das war nur die Zündwinkelrücknahme, um rauszufinden, sind wir schon an der Kotzgrenze oder nicht? Ja. Und da sind wir noch nicht. Und somit haben wir herausgefunden, ich habe jetzt da drei Maps noch drauf. Freie. Wo drauf steht zum Beispiel, wir sind jetzt in der 85% Map. Das heißt, wir fahren 85% an der Grenze, wo wir hin könnten. Das heißt, ich habe noch einen 90er und einen 95er. Aber den will ich ungern drauf machen, weil nee. Jetzt schon, du hast gerade eben schon gemerkt, wie er anfängt, da ein bisschen zu kämpfen. Ne? Er kriegt aber irgendwie bei 5,5. Kriegt er nochmal so einen. Es ist wirklich komisch mit dem Upgrade-Lader. Weil wenn du überlegst, der Peak 3,5 fängt er an und bei, du weißt selber, bei 4,5 geht die Drehmomentspitze schon nicht mehr runter. Hättest du nachher das, was wir vielleicht machen mit dem GTX 30, da ist ja die Leistung des Drehzahlband nachher, umso höher du drehst, umso mehr Leistung hast du. Hier ist es ja eigentlich eher anders. Durch den Lader. Gefühlt ist es anders, genau. Ich finde, er hört nicht auf, irgendwo richtig scheiße zu werden. Ich finde, er ist obenrum, deswegen sage ich ja, wenn ich ihn jetzt so getestet habe, ne, das ist für mich extrem schwer, weil er so schnell wird. Er hört nicht auf, schnell zu werden. Mich wundert er aber gerade der Peak so, dass er das macht als Upgrade-Lader. Ich weiß ja, also, ich möchte mich ja nicht beschweren. Ich möchte mich auch nicht beschweren. Also, es kommt mir echt vor, als wenn der Motor das Getriebe gerade ein bisschen... Fistet. Ja, also ich will auch behaupten, also du kennst den Wagen viel besser als wir alle. Also es ist das er hat Kraft, ne? Das ist schon. Er hat wirklich Kraft. Also, vorher 690 Newtonmeter, das sind über 750. Also gefühlt, ne? Ich sage immer, ich vergleiche das immer noch mit meinem S3. Das kannst du auch wieder nicht vergleichen. Nee. Das sind knapp 1000 Newtonmeter gewesen. Fahren. Vom Ansprechverhalten und alles ist ja, haben wir gut. Also der ist sofort, wenn du willst, ist er sofort da. Also er sagte ja auch, der mir den verkauft hat. Erstmal so der Lader, den gibt es viermal, ist ein Prototyp-Lader. Ja. Ist eigentlich wie ein TTI 500, da wurde nichts Neues erfunden oder so. Ist eigentlich an sich alles der gleiche Scheiß. Ja. Weißt du selber, Abgasrad, 9 Blade, also wie bei TTI 500 Plus. Ja. Und er ist im TT sind die gefahren, TTS darf man nicht vergessen, 06, 07, immer schneller als ein RS3. Mhm. Gewicht und Aerodynamik. Der ist bei 2,1 Bar, ist er schon eine 6,4 gefahren. 6,4? 6,4 im 8J, nicht im... Ja, ja, das ist schon echt schnell. Aber das denke ich nur kurz, ganz genau. Wo sind wir jetzt? 1,8, 1,9 Bar? Ungefähr im Overboost 1,9, 2 ganz knapp. Mal richtig. Pendelt sich dann aber ein bei 1,8. Das Blöde ist, wir können es so nicht direkt sehen hier drüber, weil der Sensor eigentlich bei 1,6 Schluss macht. Kann sie so normal fahren, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Aber ein Last ist nicht seins, ne?
gerade eben, wo wir losfahren, jetzt ging das ganz gut, ne? Ja. Nur oben rum, also ganz weit oben, da wollte ich das nicht so gerne haben. Das sind die 100 Kilo, die hier mit bei sind. Ich weiß auch nicht, nee, eigentlich nicht, ja, nicht als meine Traktion. Wir können es dann ausprobieren, aber. Aber du sagtest auch, Reifen sind dann so am Ende? Man muss sagen, das ist. Jetzt ist es erstmal richtig trocken, ne? Vorher hat er immer die Möglichkeit gehabt, so ein bisschen auf der nassen Straße durchzudrehen. Ja. So, jetzt gehen wir eben die Luft nicht mehr, um da frei zu drehen. Jetzt muss er die Kraft über die Kupplung übertragen, ne? Ja. Ist halt. Sag mal, so beim Cruisen 480 Grad Abgastemperatur ist ja nichts. Nee. Alles geht gut. Ich glaube, das Thermoisolieren hätte auch nichts gebracht, nee. Beim Upgrade-Lader. Beim GTX30 machen wir es anders, das wissen wir ja, aber. Und dass der erstmal noch ein paar Tage hier drin bleibt, ne? Also ich kenne mich. Du hast einen anderen Kram erstmal geregelt. Du weißt ja, wie das ist. Spätestens im Dezember steht die Karte vor deiner Tür. Wahrscheinlich. Und dann wird es soundtechnisch nochmal eine ganz andere Dinge. Also bis jetzt muss ich auch sagen, mega zufrieden damit. Er kam noch nicht einmal über 105, die ganze Zeit nicht. Wenn ich die Leute sehe, die wir bei uns in der Gruppe haben, die auf dem Nürburgring fahren, die fahren dann mit 113 Grad und dann Vollgas. Das ist nichts. Der dreht an der Vorderachse, Alter. Schalte mal, fahr mal los. So, und jetzt schalte mal schon. Zweiter. Und jetzt zieh durch und schalte mal selber hoch. Da laufen die Getriebe eigentlich am besten. Das ist schon deutlich schneller. Oh, ist das schön. Ja, ich würde das gleich nochmal mit. Gleich oder ich schicke das Boris rüber, er soll das nochmal checken. So Leute, ja, läuft ja nicht immer alles glatt, aber dafür machen wir das ja auch so ein bisschen. Ihr wart wirklich live dabei, das war jetzt nicht irgendwie geschönt oder gehübscht. Wir haben motortechnisch läuft das Ding hammergut, getriebetechnisch. Müssen wir noch ein bisschen probieren, mal ein bisschen gucken. Wir haben jetzt noch ein paar Daten gelockt. Wir werden das jetzt nochmal durchgehen. Wir haben so ein bisschen die Vermutung, das Getriebe war beim Bekannten. Da habe ich nicht so viel Einfluss drin, was da genau gemacht worden ist. Beziehungsweise das Kupplungspaket wurde neu gemacht. Und da ist jetzt die Frage, was ist da Phase? Vielleicht liegt es da dran, vielleicht aber auch nicht, das weiß ich nicht genau. Das werden wir jetzt nochmal rausfinden. Auf jeden Fall konnten wir heute mal wieder ein bisschen Fahrspaß haben mit einem RS3 und ja, wir werden das glaube ich nicht nochmal als Teil präsentieren, was wir aber auf jeden Fall machen werden, wenn wir das Problem im Griff haben, außer es wird jetzt nochmal ein Riesenthema, werden wir das auf jeden Fall in einer kleinen Sequenz in irgendeinem Video mal wieder zeigen und den Stand dazu preisgeben, damit die Leute, die es auch wirklich hart interessiert, was da mit Phase ist, das auch mitkriegen, was jetzt los war. So, jetzt haben wir ja den Ausrutscher gerade gehabt vom DJ, ne? Der Squatch. So, genau, der Squatch. So, moin Leute. Kleiner Zwischenschnitt, wir haben ja gesagt, wir werden nachliefern, wenn das alles läuft. Und wir haben am Wochenende noch ein bisschen Hausaufgaben gemacht und haben das hingekriegt, also softwaretechnisch. Und zwar andere Kleinigkeiten. Jetzt läuft er. Es ist ziemlich kurzfristig, wir werden jetzt einfach direkt hinten dranhängen. Thema ist ja nicht, fahren jetzt einmal ganz kurz auf die Autobahn.
werden das einmal testen. Aber wichtig ist auch eigentlich, dass wir mal sehen, er schaltet jetzt gerade, er schaltet sauber, er ruckelt nicht, er zuckelt nicht. Und die Zeit wäre natürlich auch super geil, wenn wir das so hinkriegen, wie es auch geplant war. Ja, ansonsten sind wir sehr zufrieden. Wir knuspern jetzt noch schnell zur Autobahn und sehen uns gleich wieder. So, wir versuchen es jetzt mal direkt durch SO3 hier. Der Weg hoch war gerade nicht so geil, jetzt machen wir den Weg nochmal runter. Müssen wir jetzt warten hier, bis wir aus der Geschwindigkeit wieder zum Haus sind. Wir können nicht genau sagen, was das jetzt an Leistung ist, weil wir ihn halt nicht gemessen haben. Wir haben halt nur mit den Leuten Verantwortlichen drumherum so gesprochen. Die sagten, so aus der Erfahrung her müssten das irgendwo seine, ich glaube jetzt nur ein bisschen tiefer, 540 PS sein, schätze ich mal ganz grob. Kann noch ein bisschen mehr sein, 550 vielleicht. Wir haben auch noch Reserven, also wir könnten noch mehr machen, aber wir haben so ein bisschen Angst um die Komponenten drumherum. Das heißt Kupplung, Getriebe. Getriebe an sich kann es ja, aber Kupplung. Das Problem hatten wir ja vorher schon so ein bisschen, dass das irgendwie nicht ganz so harmoniert, dass er den Druckpunkt nicht findet oder die Kupplung nicht rechtzeitig zumacht. Aber irgendwo so in dem Lastbereich werden wir liegen. Wir haben jetzt gesagt, lass ihn erstmal fahren, weil so läuft es alles sehr harmonisch und es funktioniert. Ohne Stress und Ärger. Deswegen haben wir erstmal gesagt, jetzt damit fahren. Also irgendwo sind wir jetzt bei 85-90%. Was aus Erfahrung der anderen, die das relativ häufig machen, da gibt es so ein, zwei aus der Szene, mit denen wir schon gequatscht haben, die sagen, für ein Upgrade-Kit ist das schon sehr, sehr gut. Jetzt eine 7.3 zu machen, oder 7.3.8, was das war, ne? Ist es schon vom Verhältnis her sehr gut. Weil wir immer ja noch das Problem haben, dass unser Krümmer immer noch original ist und da liegt ja meistens das Problem, dass der Krümmer anfängt da zu stopfen. Stopfen wieder das alte Thema, was vorne reingehen muss, hinten wieder raus und da hat der Krümmer eben Probleme, das zu verarbeiten, weil umgearbeitet ist ja eigentlich nur das Verdichtergehäuse mit Verdichterrad, sodass wir mehr Volumen schaufeln können, aber wir kriegen das Abgasvolumen ja nicht los. Ja, und da haben wir gesagt, so lass es ein bisschen an der Kurzgrenze sein jetzt. Lass uns nicht an die Kunstgrenze rangehen, sondern da ein bisschen drunter bleiben, sodass er immer noch Spaß hat, mit dem Auto zu fahren. Dass wir da nicht irgendwie in Schwierigkeiten kommen. Wir nicht, wie auch Marco nicht. So, wir sind hiermit soweit durch. Waren wir Samstag eigentlich schon, wir wollten euch das nur einmal zeigen. Auto wird auch soweit heute noch übergeben. Wir machen gleich noch einen Ölwechsel. Gucken noch zwei, drei Sachen durch und dann werden wir ihn jetzt auf jeden Fall auch gleich schon waschen nochmal. Und dann kann der heute übergeben werden. Ja, ansonsten sind wir bis dahin sehr zufrieden. Kunde war ja zufälligerweise kam er noch vorbei und konnten noch ein bisschen eigenes Feedback geben. Und nicht nur das, was ich jetzt sage, sondern er kennt das Audio viel besser. Ja, deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Es geht weiter mit, oh stimmt, eine Sache habe ich ja gar nicht gezeigt. Es ist ein Gebäude, ein unvorhergesehenes Gebäude in Planung jetzt, was dazu kommt zu dem, was wir eigentlich planen. Aber wenn es kommt, dann Decke und da zeigen wir euch definitiv im nächsten Teil, zeigen wir euch was dazu. Vielleicht gibt es auch einen extra Teil. Mal sehen, das wird sich in den nächsten Tagen rausstellen. So Jungs und Mädels, wir sagen schönen Start in die Woche, viel Spaß dabei. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Teil. Like oder Abo natürlich da lassen, wenn ihr Bock habt und wir sehen uns. Viel Spaß dabei. Ciao, ciao.